Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Ich habe die letzte Folge Gebt uns unser Land zurück genannt. Und wir werden das jetzt fortsetzen. Das ist quasi der zweite Teil von dieser Mission. Der Mission haut die Briten aus Indien raus. Und derzeit schaut es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir haben schon einiges an Truppen zerstört von Großbritannien. Wir haben derzeit einen Warscore von 31%. 34% davon kommen von Schlachten. Leider müssen wir auch gegen Russland Krieg führen. Und die sind langsam aber sicher auf die Idee gekommen, dass sie Truppen zu uns schicken. Und die haben recht viel von diesem Mistzeug, was ich sehr ärgerlich finde. Aber langsam aber sicher zerstören wir eine Truppe nach der anderen. Jo, außerdem, und das ist schön, Russland hat derzeit ein Problem, weil sie gegen Dänemark und gegen China kämpfen. Wobei ich fürchte, der Kampf gegen China wird nicht mehr allzu lange dauern. Aber wenn Dänemark gut spielt, dann könnten sie sich da noch ein bisschen aufhalten. Wobei sie haben zwar auch Frankreich und Österreich an ihrer Seite, aber Frankreich und Österreich sind sowas von tot. Frankreich hat kein Heer derzeit und Österreich, glaube ich, auch nicht wirklich viel, oder? Ja, die haben auch kein Militär. Das heißt, die helfen da nicht allzu viel in dem Kampf. Schweiz und Griechenland, weiß ich nicht, die sind sowieso sinnlos, glaube ich. Das heißt, Russland kämpft dagegen Dänemark auf der einen Seite und mit etwas Glück erklärt noch jemand anderer den Russen den Krieg. Was ich zwar nicht glaube, aber wer weiß. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Osmanen könnten das machen, zum Beispiel. Immerhin ist das da ein russisches Gebiet. Nein, Armenien? Oh, Kars. Wusste ich doch. Kars gehört eigentlich den Osmanen ursprünglich. Armenien auch? Ja, Armenien könnten sie auch verlangen. Naja, das wäre schon schön. Wenn die Osmanen da was dagegen tun würden. Oder wenn sie Russland angreifen würden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Großbritannien nicht zur Hilfe kommen würde. Aber wahrscheinlich schreckt es sie trotzdem ab. Na gut, egal. Machen wir mal weiter mit unserem Kampf. Und da diese 16.000, die wir jetzt gerade angreifen. Leider im Berg. Ah, Goa wird zurückerobert von uns. Jetzt noch eine freie Bahn. Vielleicht sollten wir das so machen. Pfeif auf diese Dinger da. Ist das Wasser mehr? Das ist so ein bisschen. Oh, Walen. Na super. Die brauche ich jetzt. So. Bijapur auch gewonnen. Das heißt, wir haben, glaube ich, auch schon Bombay mehr oder weniger vollständig in unserer Hand. Ja, 83,3%. 100, 100, 75%. Okay. Was fehlt uns in Südbengalen noch? Wo fahre ich da hin? Assam. Was zum Henker fehlt uns für Südbengalen noch? Im Fall wohl kaum. Warte mal, ist das das Südbengalen? Kann das sein? Ja, diese Inseln da sind Südbengalen. Na gut, aber das ist wurscht. Wir haben 75% von Südbengalen und das reicht uns. Damit wir einen positiven Score hier haben. Gut, dass ich mir das angeschaut habe. Gut. Das heißt, wir kriegen da auf jeden Fall Warscore dazu. Können dann da drüben noch ein bisschen was belagern. Noch eine Belagerung. So. Ihr
geht es da jetzt auch rüber, weil wir werden da versuchen. Ah, gehen wir mal daher. Wir werden da versuchen, möglichst viele von diesen elenden Truppen zu besiegen. Chitral, wohin rennt der? Nach Faisalabad. Faisalabad nach Gilgit am 4. Juli. Und wir sind auf. Ach Gott. Am 4. Juli ist der in Gilgit. Schauen wir mal. Andererseits, ich will, dass der nach Gilgit geht. Soll der doch nach Gilgit gehen? Und da gehen die 28.000 hierher. Und wir greifen dann die 9000, die darüber sind, noch einmal später an. Okay. Okay. Passt. Scheint ganz gut zu gehen. Ausgezeichnet. Chor gehört auch wieder uns. Ach, weh, wir müssen da auf jeden Fall mehr von den. Russen erledigen, wenn geht. Oh, wir sind da schon am 28. Juni. Wir sind ja urschnell, sehe ich gerade da drüben. Wieso braucht denn der so lang da raus, der Dolm? Naja, gut. Kann man jetzt auch nichts machen. Was? Okay, gut. Okay. Ja, das sind die nicht befestigten Gebiete. So, jetzt haben wir uns mal wieder geheilt ein wenig. Kommt am 4. Juni dort an. Und der andere am 11. Bis zum 11. Juni sollten wir drinnen sein mit denen. Yep. So, machen wir weiter. Achso, das sind ja Russen. Wow. Und die schon überall rumrennen. Das gefällt mir gar nicht, gar nicht. Und wo ist Asso da? Gott, das ist mir wurscht. So, die Schlacht vom Balk haben wir gewonnen. Ah, Mist, das habe ich jetzt weggeklickt. Das hätte ich nicht sollen. Wohin geht der nach Herat? Wo ist Herat? Ist das der Herat? Ist eh klar. 12. Juni nach Bamyan. Na dann hinterher.
Okay, warte mal, wenn wir die ausgeschalten haben, gehen wir dann da runter, weil wir müssen da diese Leute davon abhalten, dass sie meine Hauptstadt belagern. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht geht das. Hier geht's auch daher. So. Gut, Assab haben wir gewonnen. Wir müssen uns da mal wieder umschauen. Ist okay. Na komm schon. Mangalore oder Kurnool? Ach ja, Faizabad hat gewonnen, dort steht nichts mehr. Das ist ausgezeichnet. Du hier. Gehst jetzt daher mal. Weil, sobald wir das da oben haben, müssen wir Punjab versuchen zu erreichen. Nach Peshawar da, das ist mir aber gar nicht recht. Da gehst du ja bei mir durch. Ich bin da auch durch Peshawar, gell? Nein. Wir machen das so. Nicht durch Peshawar, das mag vielleicht ein bisschen doof sein. Aber ich glaube, wir sind insgesamt eh relativ schnell und ich möchte nicht mit denen dort kämpfen. Ist okay, da können wir verlieren. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, dass wir Lahore verloren haben. Wohingegen der jetzt nach Chitral. Wann kommt denn der dort an? Am 4. August. Nein, du bleibst da stehen. Könnten wir diese 2000 Typen da erledigen? Gibt's ja wohl nicht. Wow, das ist so viel zum Oh. Das ist so viel zum Erobern da. Wo gehst denn du hin? Schau da was an. Da kommen ja lauter russische Truppen nach Indien. Das sollte ja wohl irgendwie machbar sein, dass wir die dort hinten erledigen, oder? Das ist mir wurscht. Am 4. August. So, auf nach Djibouti und dort warten wir, ob noch jemand kommt von denen. Oh, Geld haben wir auch keins mehr. So, Faizabad haben wir gewonnen. Gehen wir mal da nach Balk und dann schauen wir mal, diese 12.000 da angreifen können danach. Ja, verdammt.
Können wir da die Belagerung fertig machen? Geht sich das aus? So, gut. Ihr geht's mal daher. Dann geht's hier daher. Und dann geht's hier daher. Wir werden da jetzt ein paar von diesen Mini-Einheiten entsorgen. Hey, Xinjiang kann in unsere Fähre aufgenommen werden. Das ist ja cool. Das ist gut. Wir haben nur noch 21%, weil wir Lahore verloren haben, natürlich. Aber das wird sich ja wohl ändern wieder. Ja, dann gehen wir mal nach Aden wieder. Wir haben Hakka gewonnen. Ja, gehen wir nach Sitwe weiter. So, du wirst dich um die da kümmern. Erholt euch mal. Ah, das war schlecht. Da haben wir jetzt einen ziemlich abgebissenen Herat. Das schauen wir uns gleich an. Wohin gehen denn die? Nach. Maschat ist okay. Sollte. So, in Lahore haben wir gewonnen. Aber ist das die kleinere von den beiden? Ja, wohin gehen die dann weg? Nach Sialkot. Schauen wir mal, ob wir dort vorher sind. Eigentlich müssten wir das sein. Wir sollten eigentlich schneller sein. Ja, wir sind schneller. Das ist gut. Ah, Aden wollten wir uns anschauen. Das sind die elenden Briten. Gut. Auch gut. Wo ist Bamfan? Bamian da, da. So, schauen wir mal. Eigentlich müssten wir diese Schlacht locker für uns entscheiden in Sialkot. Abgesehen davon, dass er wahrscheinlich nirgends mehr hinfliehen kann. Boah, wohin fliehen denn die? Nach Bombay, ist eh klar. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Geh mal daher und versuch dich mal zu erholen. Wir haben ein Plus vom General, sie haben ein Minus vom Gelände. Gut. Ist okay. Sind zu viele Russen auf zu wenig ich. Das ist sehr ärgerlich. Wann konnten die in mehr fahren? Das sind recht viele. So, du gehst noch ein bisschen weiter ins Hinterland. Hier geht's darauf und unterstützt die mal. Mit etwas Glück bleibt ihr dann stehen dort. So, was wollen wir? Wir wollen. Wollen wir laissez-faire? Nein, wir wollen Planwirtschaft. Ah, das sind jetzt andere Parteien als vorher. Das ist ja fürchterlich. Will ich Planwirtschaft? Staatskapitalismus wäre super. Das heißt, ich will die
Na, Planwirtschaft ist auch nicht schlecht, dann kann ich die Fabriken, glaube ich, bauen. Aber im Staatskapitalismus, glaube ich, auch. Will ich die Konservativen regieren? Na, wenn, dann regieren sowieso die Konservativen, dann lassen wir die Konservativen regieren. Hast du ihn angeschaut? Du kannst ihm auch entgegengehen. Okay, gut. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. So, wo waren wir jetzt? Also irgendwie, Bombe haben wir jetzt auch verloren. Naja, super. So, einer geht nach Nasik und einer geht nach Kolhapur. Uff. Wieso geht das nicht? In der Straße von Obruck ist ja gar keiner. Ach, verdammt. Ach ja. So, Sialkot haben wir gewonnen. Wo geht der hin? Nach Srinagar am 29. Also nächstes Ding ist. Nein, dann bleiben wir da stehen. Können wir nichts machen. Hier konnten ihn nicht. Ah, verdammt, er geht weiter nach Merv. Wann kommt er dort an? Am 30. Und wir kommen am 5. an. Können wir uns zurückziehen? Nö, können wir noch nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich weiterkämpfen einfach. Hey, wir haben Merv gewonnen. Okay. Das hatte ich nicht gedacht jetzt. Wohin geht der zurück? Nach Maschat. Der bleibt Richtung Merv. Okay. Aber jetzt sind wir dann die Verteidigenden. Gut, du erholst dich bitte, soweit es geht. So, Lahore haben wir gewonnen. Ihr solltet euch auch erholen. Wenn es irgendwie geht. Wie machen wir das am besten? Indem wir Chitral erobern. Okay, das haben wir auch gewonnen. Gut, wie machen wir das jetzt? Gut, dann haben wir noch ein Gebiet gewonnen. Immer weiter dann nach Basel. So, jetzt haben wir wieder 41%. Sehr gut. Vielleicht sollten wir den Russen jetzt mal vorschlagen, dass wir einen Frieden machen. Sie würden dieses Angebot nicht annehmen. Schade, wir müssen sie noch weiter zusammenschlagen. Das Problem ist, durch Schlachten können wir jetzt keine Punkte mehr machen eigentlich. Aber wir haben eh eigentlich alle Gebiete, die besetzt werden müssen, besetzt. Oh, du könntest dann nach Bombay gehen in der Zwischenzeit. Alle wichtigen Gebiete sind besetzt. Er greift mich da unten eh nicht an, weil er ein Feigling ist. Beziehungsweise eigentlich ist er kein Feigling, sondern klug. Ah, das ist eine gute Armee, das ist auch eine gute Armee. Die zu zerstören wäre schon sehr schön. Du gehst daher. Oder daher sogar. Okay. Das ist ja cool. Wir haben uns da angegriffen.
Das ist ausgezeichnet. Auf nach Maschad alles zusammen. Und Gott sei Dank ist der Computer nicht allzu klug. Ich meine, ich mache eh schon so genügend Fehler alleine. Da wäre es nicht noch schön gewesen, wenn der Computer noch irgendwie wüsste, was er tut. Okay. Okay, wir haben Nasik verloren. Wo geht er jetzt hin? Nach Puna. Ist mal recht. Soll er das machen? Ja, ist uns wurscht. Wohin geht der jetzt? Ja, nicht gut. Aber gut. Wir haben ja noch einen zweiten General vor Ort gehabt. Anführer nehmen, weil du genialerweise. Okay. Hier 41.000. Geht's bitte auch darüber? Gut. Und hier 27.000. Geht's mir jetzt mal daher? Hey, Rangoon. Ah, wir sind bei 44%. Na gut. Du gehst mal daher. Es ist okay. Es ist okay. Kann man halt nichts machen. Das ist auch okay. Wohin gehst du? Nach Bijapur. Du wartest noch. Auf nach Dingsbums, wo auch immer hin. Nach Puna. Puna. Wir werden Puna nicht dem Feind überlassen. Das ist nicht gut. Oh, in Herat haben wir gewonnen. Gut. Ah, verdammt. Ah, wir werden das Bewusstsein natürlich nehmen. Stopp, 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 stopp. So, Herat hat mal gewonnen. Ist darüber natürlich. Diese Schlacht da drüben ist wichtig, die wollen wir schon gewinnen. So, dann schauen wir mal, wie schaut es da unten aus? Das schaut gut aus mal. Wir haben die Schlacht von Puna gewonnen, ist okay. Könntest du bitte nicht zu deinen Freunden gehen? Könntest du einfach sterben? So, du brauchst einen General, haben wir gesagt. Was haben wir da? 9, 9, 9. Nein, nein. Oh, Verteidigung 3, dann nehmen wir.
Verdammt. Schon. Jetzt soll ich nach Kohl Harpur gehen. Fettling. Ach, wie noch ab. Nein, wir haben Chitral verloren. Ach, Mist. Na gut, dann gehst du da nicht hin, dann gehst du da hin. Wohin gehen die nach Jalalabad? Stop. Ist okay. Ist okay. Na gut, dann können wir wenigstens wieder ein paar Schlachtpunkte machen. Grrr. Ach, wie viele Russen gibt's noch? Die sind wie Sand am Meer, die werden immer mehr statt weniger. Ausgezeichnet. Gehst daher. Das wird so schön lassen. Wow. Ja, jetzt macht er das gleiche, was ich mit ihm vorher gemacht habe. Er zerstört mir einfach meine Einheiten. Diese Kröte. Er versucht es zumindest. Ah, jetzt gehen sie alle weg. Ist eh klar, Feigling. So, dann wieder nach Chitral. Chitral will ich haben. Da sind nur 0,9 übrig geblieben. Das ist gut. Die könnten wir, glaube ich, sogar vernichten. Okay, nehmen wir das da. Das erhöht keine Militanz. Okay, Pfarrer. Sehr gut. Dann kümmerst du dich einmal um die hier. Bombay verloren. Wo gehst du hin? Nach Nasik. Ist okay. Ja, da haben wir jetzt wieder mal einen Haufen Sachen gewonnen. Die gehen nach Peshawar, ist eh klar. Du gehst nach Faisalabad. Die anderen erholen sich. Ist okay. Huch. Mal da hier. Ist okay. So, da haben wir jetzt gewonnen. Ins Gemetzel. Und noch einmal. Faisalabad und Thais. Wo ist Thais? Oder?
So, du stehst da irgendwie gar nicht gut. Na, du kannst nach Kabul gehen. Obwohl, ich glaube, da ist irgendjemand hin unterwegs. Aber es sind nur 6000 Mann, die dorthin unterwegs sind. Wir bringen da unsere ganze Armee wieder zusammen, damit wir wieder etwas genauer und besser gegen diese Typen vorgehen können. Und ich glaube, da könnten wir jetzt auch langsam die russische Armee endlich entsorgen, die noch da ist. Yay, Chitral. Und auf nach Atok. Und du? Gehst nach Gilgit. Ja, ja, ist okay. Okay, das haben wir schon gesehen. Ha, super, diese Armee haben wir mal los. So, na dann, machen wir gleich die nächste, oder? Nein. Jetzt ist nur noch eine Armee da. Jetzt haben wir Zeit. So, wo sind wir jetzt gerade angegriffen worden? In Faisalabad. Ah, ihr kümmert euch um die. Ihr kümmert euch um diesen Angriff. Ja, ich glaube, das wird reichen. Wir da noch einen zweiten haben, oder? Nö, geht nicht, na gut. Gut, da haben wir wieder was verloren. Na, bleib mal da stehen. Wo geht denn der hin? Nach Pune. Diese 20.000. Kümmern sich mal um die 6.000 da. So, da haben wir jetzt gerade eine Schlacht gewonnen. Ausgezeichnet. Und in Atok haben wir die Belagerung gewonnen. Sollen wir diese 17.000 da angreifen? Wohin gehen denn die da? Ah, die belagern da einfach nur. Wir sollten die 14.000 da angreifen. Das ist eine Ebene. Das ist perfekt. Und die können da auch dazukommen. So, wir sind jetzt wieder bei 44%. Wow. Fürchterlich. Das ist ja urwenig Prozent, die man da kriegt. Der Krieg muss ja ewig dauern. Ich fürchte, solange sie Sachen von uns halten. Wohin gehst du? Nach Aurangabad. Wo ist Aurangabad? Ah, da. Ja, da kannst du hingehen. Schlacht von Faisalabad haben wir gewonnen. Nach Chitral. Ah, da steht schon wieder wer. Das gibt's ja wohl nicht. Stopp, du bleibst mal da. Du gehst mal daher vielleicht. Du gehst nach Jalalabad. So,
Militärischer Direktionismus ausgezeichnet. Da machen wir den indirekten Artilleriebeschuss auch noch. Wer weiß, wie lange wir den Krieg noch führen. So, die Konservativen regieren, das ist mal recht. Wir werden die Steuern erhöhen müssen, Freunde. Es tut mir leid. Der Krieg dauert länger, als wir wollten. Die Schiffe machen wir billiger, weil die bleiben eh im Hafen. Für Lehrer und für Verwaltung geben wir ein bisschen weniger Geld aus. Im Krieg muss man Opfer bringen. Es schaut jetzt wieder etwas angenehmer aus. Ich glaube, es kommen nicht mehr so... Oh, das sind schon wieder 45.000 Mann. Ich kann, glaube ich, nicht mehr ganz so viele Leute nach von... Oh, ja, okay, 50.000. Aber das sind, glaube ich, nur noch... Ja, das sind nur noch Bauern hauptsächlich. Wenn wir mal diese Truppen da haben. Ja, ja, ist okay. Ich liebe Djibouti. So, na dann gehst du gleich mal da rein. Ah, ausgezeichnet. Ah, verdammt. Jetzt haben wir wieder genau das gleiche wie vorher. Okay. Gibt es da keinen direkten Weg von Gilgit darunter? Das ist alles so. Dann fahren wir gleich nach Sialkot. Und nach Lahore, nein, nach Sialkot. Dann können wir leichter verteidigen. Ja, ist okay. Was soll ich tun? Ja, kann man auch nichts machen. Ist okay. So, da haben wir eine Schlacht gewonnen. Gut. Und dann sind wir aber wo angegriffen worden. Ah, gut. Da können wir ein paar Briten töten. Ist okay. Das ist gut. So, wo sind wir da angegriffen worden? Hier. Upsi. Mal. Und wo ist das zweite? Oh, hier. Na gut, du kümmerst dich mal da drum. Die da drüben können um sich selbst sich kümmern, weil vor allem da bin ich eh gleich fertig. In Ghazni. Ist okay. Da haben tatsächlich welche überlebt. Ich würde echt gerne nach Bamiyan fahren. Nun diese 0,1 Typen da noch zu erledigen, werden wir vielleicht wirklich machen, sonst teilen die vielleicht noch. Solange werden die hier wohl aushalten. Im Gebirge sollte das ja wohl gehen. Dann können wir in der Zwischenzeit Peshawar erobern. Ist okay, gut. In Goa haben wir auch gewonnen. Ach, was hältst du davon, wenn wir Frieden machen? Komm schon. Egal, ob du es jetzt machst oder nicht, ich habe eh genügend Diplomaten.
Warte mal, da drüben müsste ich doch auch noch eine Truppe haben, die nichts tut, schon seit einer halben Ewigkeit. So, Äthiopien will durch, aber ja, wieso nicht? Die Niederlande mag ich eh nicht. Ist okay, dann halt nicht. So, diese 29.000 rennen denen nach. Wohin rennen die? Nach Koruk? Na klar, rennen die ihnen nach. Ist okay. Peshawar gewonnen. Gut. So, 30.000 gehen mal darauf. Gut. Hier geht's nach Herat. Ist okay. Irgendwo bin ich angegriffen worden, aber wo? Nicht in dem Kaff da. In Gilgit? Nö. Da kämpft man schon eine Weile. Ausgezeichnet. Jetzt sind wir da angegriffen worden. Und machen die letzte von seinen Armeen hier tot. Ist gut. Ja. Nein, da sind wir auch nicht angegriffen worden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ausgezeichnet, das schaut so aus, als könnten wir da tatsächlich, wenn wir diese Schlacht gewinnen, diese 13.000 da auch gleich töten. Okay, in Herat angekommen. Das ist in Koruk. Das Schlacht in Gilgit haben wir gewonnen. Oh, das war super. Die ist okay, da müssen wir gleich mal schauen. Wir müssen es anders aufteilen. Wohin rennen die jetzt? Nach Srinagar. Achso, ja, du warst sowieso auch auf dem Weg darunter. Passt. Das heißt, du bist eh vorher dort. Also okay, können wir nichts machen. Diese eine Armee, da ist ein ziemlich armes Schwein. Die ist ziemlich auf verlorenen Posten da in Arabien. Ich hätte in Djibouti bleiben sollen. So, da sind wir die los. Endlich. Das heißt, wir können uns um die 11.000 da kümmern. Passt. Ja. Okay. Aber wie ich sehe, dort unten tut sie mir nicht weh in meinen Kolonien. Die kosten sogar für mich kaum Warscore. So. 27.000 Mann, die da jetzt frei sind. Die wir daher schicken können mal. Viele Russen sind nicht mehr da. Das ist gut. Ah, er greift mich ja doch noch an. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er mich noch angreift. Ja. Eine Invasion von Großbritannien wäre cool natürlich. Ich fürchte, das wird es nicht spielen. Kolonialer Fortschritt. Fantastische Neuigkeiten.
Lass den Bericht verschwinden, sonst werden die Kapitalisten noch hochnäsig. Das ist gut. Na, Bewusstsein ist nicht so schlimm. Ja, okay. Ah, sehr gut. Dann töten wir den Rest von denen. Perfekt. Und jetzt auf nach Lahore, weil, um ehrlich zu sein... Ah, ausgezeichnet. Da haben wir die restlichen davon getötet. Multan haben wir verloren, das ist uns egal. Das Anna ist uns auch egal. Was uns nicht egal wäre, wäre, wenn sie Lahore einnehmen und auch halten könnten. Was sie nicht können. Achso, warte mal. Meinung senken. Russland natürlich. Dafür, dass ihr uns immer angreift, habt ihr das verdient. So. Ah, Geld ist gleich aus. Aber es müsste doch den Russen das Geld auch ausgehen. Langsam. Komm schon, Russland. Komm schon, Brasilien. Wie wär's mit Frieden schließen? Mist. Vielleicht sollte ich gegen Russland einen Kriegsgrund hinzufügen. Irgendeine Kleinigkeit, irgendeine Lappalie. Dann könnte ich nämlich mit Großbritannien einen Frieden schließen. Das kostet alles, boah, das kostet alles urviel. Infamie, wir haben jetzt 24. Nein, das kann ich nicht machen. Ihr habt echt so ein Glück, das ist unfassbar. Und leider gehen die anderen Kriege für euch auch nicht so schlecht. Ist okay. Gehen wir weiter in Richtung Süden. So, was machen wir mit euch? Greifen wir diese 24.000 da an. Yep, machen wir das. Okay. Wir haben eine Schlacht in Baida verloren. Das war abzusehen. Au. Und zwar vollständig. Nein, die ganze Armee weg. Sniff. Briten, ich hasse euch. So, du kannst jetzt wieder was machen. Und Madras versuchen als nächstes. Okay. Könntest du bitte weitergehen nach Lahore? Das gibt's ja wohl nicht. Lass da den anderen alleine kämpfen. Ausgezeichnet. So, du kümmerst dich jetzt mal um den. Und um den. Und dann gehst du daher.
Ja, Rebellen, genau, das brauchen wir. An den unnötigsten Stellen. Na gut, dann müsst ihr gleich eine neue Tour machen. Eins. Zwei, drei. Vier. Und dann daher. Na, ah, da sind 11.000 Südafrikaner angelandet, die wir aus unserem Land raushauen können. Okay, dann machen wir da oben weiter. Wohin geht der noch? Bach war irgendwas. Die 13.000 gehen daher. So, diese drei werden dann gleich runtergehen und im Bela die Südafrikaner raushauen, sobald es geht. In Maschat haben wir gewonnen. Gut. Geht nach Merv, die gehen nach Balk. Wenn ich dann nachgehe, kann ich natürlich noch nicht. Dann bin ich dann dort am 7. März ausgezeichnet. Da sind die nicht mehr drinnen. Ja, auch nicht. Das heißt, wir verteidigen dann wieder. Wir haben wieder eine Truppe weniger von ihm. Und da unten, die werden wir jetzt auch gleich einmal herum umbringen. Okay, Faisabad auch gewonnen. Ausgezeichnet, hier geht's nach Balk und wartet dort auf diese 26.000, weil das sind eh nur Bauern. 8. März. Sollen wir das tun? Oder sollen wir nach Kabul gehen und warten, bis die da oben fertig sind? Machen wir das so. Ist okay. Ist auch okay. Yay, wir erobern wieder Sachen. Oh, 20.000 Typen davon. Und die wollen Goa zurückerobern. Wenn wir aber gegen Portugal einen Frieden. Wenn wir Portugal die 20.000 vernichten, vielleicht gehen sie dann einen Frieden mit uns ein. Okay, da haben wir ein paar Rebellen, die wir töten. Okay. So, die gehen nach Lahore, aber nicht mehr lange. Da werde ich schon auf sie warten. Doch nicht, sie waren schneller als ich dort. So, dann 26.000 da. Ach, die werden wir von beiden Seiten angreifen einfach. Oder nein, wir gehen da mal nach Bamyan in der Zwischenzeit. Die mobilisieren jetzt erst. Ich dachte eigentlich, dass die schon viel früher mobilisiert hätten. Ich meine, ich finde es eh gut, dass sie es erst jetzt tun, weil dann kommen
jetzt irgendwelche Minitruppen daher, aber das ist schlimm, dass da Minitruppen daherkommen. Ich bin froh, dass ich die großen Gebiete schon erobert habe. Ich glaube, dort, wo ich erobert habe, können sie mich nicht mehr mobilisieren. Ja, ist okay. So, das hätten wir. Wo gehst du hin? Nach Peshawar. Am 25. März. Sind wir schneller dort? Nö. Aber wir hätten ihn danach erwischt. So. Gut. Ich glaube, gegen die Portugiesen sollten wir kampfmäßig bestehen können. Gut, 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 gut. So, ihr geht's jetzt da nach Bela. Und kümmert euch um diese 11.000 Typen. Hier geht's daher und unterstützt diese Schlacht hier. Okay, gut. Wir haben in Balk gewonnen. Nein. Wir gehen bitte über. Na, das sind 37.000. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Blödes gebirgiges Gebiet. So. Portugiesen. Das war mal Portugal. Ja, ist eh klar, sie nehmen das Angebot nicht an. Aber vielleicht nimmt Russland jetzt an. Wir haben immerhin 52% bereits. Noch immer nicht. Was müssen wir machen? Müssen wir auf 50% kommen oder was? So, auf nach Madras. Und du gehst daher. Ja, da könnt ihr euch aufspielen, Briten. Aber wartet's nur. In Indien hau ich euch überall raus. Die Schlacht von Kedda haben wir auch noch gewonnen. Sehr gut. So, du gehst einmal nach Kandahar und unterstützt da meine anderen Truppen. Okay. Das haben wir gewonnen. Dann gehst du nur daher und du gehst daher. Ja, ich weiß. Ich hoffe, die haben genauso viele Rebellen wie wir. Oder noch mehr. Das brauche ich jetzt. Vierundzwanzigtausend, bist du dappert? Ach, ist 39.000 in Lahore. Autsch. Wenn ihr die fertig habt, geht's wieder zurück.
Ach so, das geht nicht. Wir sollen auch kämpfen. Ist okay. Ist okay. Oh, da haben wir auch einen Haufen Rebellen. Wow. Okay, da habe ich hier noch genügend Truppen, die sich um das kümmern können. Ist okay. Bangalore haben wir auch besiegt. Ist auch okay. Komm schon. Mein Lieber. Sagen wir einfach, wir machen Frieden. Ich will ihn nicht mehr als das. Jetzt habe ich nicht geschaut, ob er es annehmen würde. Ich bin so ein Idiot. Also nein. Ist okay. Ach, gut. Du willst nicht mal was verlieren. Es verliert nur der Brite was. Halt. Und noch Milch. Könnte es sein, dass meine Tension jetzt etwas ab rauf geht? So, wenn wir das haben, gehen wir zurück nach Nagpur. Na gut, da kümmern sich eh auch die Russen darum. Nach Bierchand? Wo ist Bierchand? Khorasan? Mashhad? Bierchand, daher. Oh, das ist aber nett. Wann seid ihr dort? Am 28. Wenn wir dann nachgehen. Und am 29. ist dort. So, jetzt haben wir diesen Teil von Großbritannien vollständig erobert. Na dann, das kann ja wohl jetzt nicht mehr so schwer sein. Okay, könnte es sein, dass Russland auch Rebellionen hat, da irgendwo? Und zumindest sehe ich keine Belagerungen oder so. Naja. Ärgerlich. Wäre schon irgendwie schön. Wie ist das mit Großbritannien? Das wäre schön, wenn Großbritannien sowas hätte. Die müssten doch auch Aufstände haben bei sich zu Hause. Der Krieg dauert ja schon lang genug. Hm. Okay, aber wir scheinen da die Russen vollständig zurückgeworfen zu haben. Da diese 35.000 haben sie noch, diese zwei Armeen. Aber um ehrlich zu sein, die Armee hoffe ich, dass ich die bald los bin. Da haben wir mal eine Truppe los. Gehen wir gleich weiter zu denen da. Ist okay, ist okay. Nein, der arme General. Ich hoffe, er war kein starker General.
So, wir brauchen einen, der gut angreifen kann, weil wir greifen da die ganze Zeit irgendwelche Truppen an. Eigentlich verteidigen wir überhaupt nicht. Verteidigung brauchen wir überhaupt nicht. Das ist echt ärgerlich. Ah, der hat Angriff 3. Gut. Ja, gegen die Rebellen ist er gestorben. Studienkreis. Boah, das bringt Prestige. Das kaufen wir doch glatt. Hey, Madras gehört uns. Ausgezeichnet. So, könnten wir bitte diese 7000 Südafrikaner da erledigen? Wow. Warte mal. So, ihr hier, wenn ihr das habt, geht ihr bitte weiter nach Lahore. Was ich echt nicht brauchen kann, ist, wenn irgendwelche Rebellen da jetzt anfangen, unser Gebiet zu erobern. Ah, okay. Gut. Er greift einen Fahrer an. Okay. Pondicherry ist das einzige Gebiet in Indien, das nicht im Krieg ist. Das ist da. Okay, wow. Aber diese Kanadier sollten wir jetzt gleich haben. Ist okay. Das heißt, wir können da nachziehen. Und dann sollten wir da einen Vorteil haben, der dazu führt, dass wir die Schlacht gewinnen. Autsch. So, okay, ihr müsst warten einfach. Ihr könnt es da nicht angreifen, wenn ihr so ausschaut, wie ihr jetzt ausschaut. Nach Bierchand. Gehen wiederum nach Herat. Wann sind die dort? Am 27. Mai. Wenn wir auch dort drüber gehen, sind wir dort am 23. Das ist nicht gut. Ist okay. Tja. Die hin nach Bierjand auch. Na, dann gehen wir doch auch glatt nach Bierjand. Am 28. Mai sind wir dort. Und der ist am 27. Mai weg. Ist okay. Ausgezeichnet. Da drüben haben wir eh noch Gebiete, die wir erobern können. Ja, Britannien, was sagst du jetzt? Was sagt's ihr Russen? Wir schlagen einen Frieden vor. Nicht annehmen? Na gut. Das heißt, wir müssen noch mehr von euren Truppen vernichten. Oh, ein Meteoriteneinschlag in Sibirien. Auch nicht schlecht. Ja, okay. Wir holen uns die Belagerung da zurück. Na. Mhm. Die Südafrikaner geben auch nicht auf. Die sind leider sehr flott.
Frankreich hat auch begonnen zu mobilisieren. Wo führen denn die Krieg? Ist das noch immer der dänische Krieg? So, in der Ruhr haben wir diese Dinger entledigt. Nein. Baden möchte die Ostschweiz erobern. Baden? Echt jetzt? Dann 12.000 Mann, die wir auch erledigen können. Wohin gehen die? Nach Herat darüber. Also gut, die 21.000 gehen darüber. Ist okay. Okay, wir warten noch. Da drüben will ich nämlich eigentlich nicht angreifen. Das sind nämlich lauter Berge. Okay, da haben wir wieder mal. Zwar hauptsächlich Bauern, aber um ehrlich zu sein, ich will trotzdem nicht angreifen. Oder? Netterweise kümmern sich die, die Russen da schon um das Problem herüben. So, du fährst mal so. Ist okay. Okay, da haben wir wieder was gewonnen. Dänemark möchte durch mich durch. Ah, ist okay. Dänemark mag ich, die finden nämlich Krieg gegen die Russen. Und zwar nicht einmal schlecht. Oh, im Hintergrund kommt jemand. Na gut, ich glaube, ich habe heute eh schon genug gespielt. An dieser Stelle werden wir Schluss machen für heute. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.